Hallo, ihr Lieben, hier ist die Petra Zülke. Ja, ich sprudel gerade über vor Kreativität und bei mir formt sich immer so aus mir heraus, dass wieder mal ein neues Video entstehen will. Und die entstehen gerade hier zack, 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 zack. Ich könnte theoretisch heute 10 Videos aufnehmen. Aber fangen wir mal einfach mit dem Status quo an, nämlich dem heutigen Video. Und heute möchte ich mit dir über die Perle in der Muschel sprechen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderschönes Bild für das, was wir tatsächlich wirklich sind. Denn wir kennen alle eine Muschel und wir kennen alle, wie Perlen aussehen, dass es eben diese unperfekten Perlen gibt, diese bisschen kantigen, eckigen. Und dann gibt es natürlich diese Kostbarkeiten, wo sich eine Perle geformt hat, eben so, dass wir alle sagen, wow, die ist wunder, wunder, wunderschön. Aber ist dir eigentlich bekannt, und ich denke mal, dass es dir bekannt ist, dass eine Perle sich formt, weil irgendwo in diese Muschel ein Fremdkörper eingedrungen ist oder ein Sandkorn. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, denn zum Beispiel, wenn man Muscheln züchtet oder Perlen züchtet, dann wird von dem Züchter eben so ein Sandkorn eben über eine Spritze in so eine Muschel hinein injiziert. Aber wenn man das jetzt mal überträgt auf den Menschen, auch wir kriegen natürlich von außen viele, viele Sandkörner injiziert, indem wir uns, man uns konditioniert, indem wir vielleicht Eltern haben, die nicht gut zu uns waren oder vielleicht Schläge bekommen haben oder wo wir eben Darmschmerz hatten, Darmschmerz hatten und Darmschmerz hatten. Aber auf alle Fälle, wenn wir uns jetzt als dieses Gefäß betrachten, als diese Muschel betrachten, existiert auch in uns ein Sandkorn. Und wir sind in der Regel sehr im Widerstand mit diesem Sandkorn, weil wir wollen den ganzen Schmerz nicht haben. Aber wenn du dir jetzt mal das Bild erlaubst, was wäre, wenn genau dieses Sandkorn für dich so wichtig, notwendig wäre, vielleicht sogar das ist, was dich wirklich aus dir herauskatapultiert, um eben aus dir die größte Version deiner selbst zu machen? Denn weil sich, wenn du dir jetzt dieses Bild von dieser Muschel und diesem Sandkorn in dieser Muschel erlaubst, um dieses Sandkorn herum bildet sich Schicht für Schicht diese Perlschicht. Also im Grunde versucht die Muschel, dieses Sandkorn in sich im Grunde vielleicht sogar so ein bisschen zu beschützen. Es ist ein Sandkorn angedrungen, ein Fremdkörper, was jetzt, wenn wir es übertragen auf die Menschen, da eben so ein Schmerz wäre, den du erfahren hast, eine Ablehnung, vielleicht ein Liebeskummer, vielleicht ein Trauma. Und das hat sich in dir wie so eine, dieses Sandkorn in der Muschel eingegraben, in dir drin. Und darüber hat sich natürlich auch Schicht für Schicht gelegt. So wie bei der Muschel. Die Muschel bildet Schicht um Schicht um Schicht um Schicht. Und daraus entsteht dann mit der Zeit diese wunderschöne Perle. Und die Perle kann eine wahnsinnig Kostbarkeit sein. Sie kann auch Kanten und Ecken ausweisen. Aber was auch immer aus dieser Perle in dieser Muschel ist, es ist entstanden aus diesem Schmerz in dir. Und wie oft wollen wir Schmerz weghaben? Aber was wäre, wenn dieser Schmerz in dir, dieses Sandkorn, das eben die Voraussetzung für diese Kostbarkeit als Perle ist, wenn es genau der Motor ist oder der Antrieb ist, den du brauchst für dich selbst, wenn du aus dem Schmerz das Größte erwachsen kannst, wer wärst du denn ohne Schmerz? Würdest du dir erlauben, weiter zu wachsen, wenn du nicht den Schmerz in dir hast? Möchte ich dich heute einfach mit diesem Video mal anregen dazu, darüber vielleicht mal zu sinnieren und nachzudenken. Was denn dieses Sandkorn, also analog zu dem Schmerz oder was auch immer du in dir trägst, mit dir macht, dass sich über dieses Sandkorn vielleicht das entwickelt, was du wirklich bist. Denn ohne Schmerz, wer wären wir ohne Schmerz? Wir würden einfach dahin leben. Wir würden nicht wachsen. Wir würden einfach im Status quo verbleiben, würden uns nicht versuchen zu verändern. Wir würden nicht unserer größten Version entgegenstreben. Wir würden nicht dem Licht entgegenwachsen. Denn wenn du siehst, so ein Baum, der braucht ja auch ein Saatkorn. Und vielleicht ist dieses Sandkorn oder dieser Schmerz dein Saatkorn, damit du wachsen kannst. Vielleicht kennst du auch die Geschichte vom verwundeten Heiler, dem Wound Healer. Also ich bin ja auch unter anderem Heilerin. Aber ich durfte das auch erkennen, indem ich tatsächlich auch mir zugewandt habe und eben erkannt habe, okay, da ist ganz, ganz viel Schmerz in mir. Aber der Schmerz war für mich tatsächlich auch sagen, der Weckruf, um hinzugucken, um eben zu schauen, wo ist denn noch was in mir oder was ist denn in mir und was will denn über diesen Schmerz aus mir herausgeboren werden? So wie eben die Perle herausgeboren wird aus diesem Sandkorn.
quasi einfach dieses Sandkorn als, ja, als Motor nutzt, um diese Kostbarkeit zu produzieren. Und was ist tatsächlich, wenn dieses Sandkorn in dir, dieser Schmerz in dir, auch der Motor ist für dein Leben, für dein Wachstum, für deine Transformation? Und der verwundete Heiler ist natürlich auch jemand, er heilt Menschen, oder wenn wir Heiler dürfen natürlich nicht unbedingt von Heilung sprechen, das ist uns im Grunde sogar gesetzlich verboten, dass wir das nicht dürfen. Aber wir arbeiten eben auch und geben die Heilenergie, unser Wissen, unsere Weisheit und auch die Heilenergie weiter, auch wenn wir selber noch Schmerzen in uns haben. Und ich hatte ja relativ viel Trauma in mir. Und wenn du meine Geschichte kennst, die kannst du ja auf YouTube in über 100 Videos nachlesen und nachgucken. Hatten wirklich sehr, sehr viel Schmerz in mir. Aber es ist auch viel noch in mir, was immer noch nicht geheilt ist. So ist zum Beispiel noch mein Schoßraum noch nicht geheilt. Oder eben auch, dass ich noch so einen Schmerz im Kiefer habe. Also gerade der Ausdruck, den ich natürlich auch über meine Kongresse heile. Oder der Schoßraum, der eben auch für das Schöpferzentrum steht, für die Lebendigkeit, für das Lebenszentrum, die Lebensenergie. Aber da scheint bei mir noch das Sandkorn zu liegen. Aber würde ich denn ohne dieses Sandkorn in mir, das mich vielleicht noch antriggert und piekst und wo manchmal auch überhaupt keinen Spaß macht, wo du eben dann denkst, ich habe die Schnauze voll von dieser ewigen Transformation. Denn wenn du den Weg gehst, du kennst es vielleicht auch schon, er wird nicht mehr aufhören. Wenn du anfängst, diesen Weg zu gehen, er hört nicht mehr auf. Du wirst weiter, weiter und weiter so gefordert und vom Leben aufgefordert und geschliffen, bis du tatsächlich die größte Version deines Selbst bist, bis du anfängst, dein volles Potenzial zu leben, bis du im Einklang mit dem Leben bist, bis du das lebst, was wirklich aus dir heraus will. Und du wirst auf deinem Weg natürlich auch immer gesünder. Aber wir dürfen auch erkennen, dass dieser Schmerz in uns auch ein Antrieb sein darf. Und ich finde es ganz spannend, weil da gibt es auch unterschiedliche Varianten, wie man mit dem Schmerz umgehen kann. Bei mir, ich wusste nicht, dass ich Schmerzen mehr hatte. Bei mir ist es angetriggert worden über die Begegnung mit meiner Dualseele oder auch mit meiner Zwillingsseele. Sie haben mir sichtbar gemacht, was ich in mir trage. Und so konnte ich es sehen und konnte mich dem Schmerz zuwenden und ihn heilen. Aber er war so in mir verborgen und ich habe ihn nicht erkannt. Also im Grunde hat sich diese Perlschicht darüber gelegt, dass ich dieses Sandkorn in mir nicht mehr sehen konnte. Das aber durch das, dass ich es halt nicht wusste und nur aus diesen ganzen Mustern und dem Schmerz heraus agiert habe, hat sich das alles im Grunde gegen mich gewendet. Also im Grunde bin ich kleiner geworden, ich bin regelrecht in mich hineingeschrumpft und war gar nicht mehr lebens- oder überlebensfähig. Ich habe nur noch reagiert. Ich habe nur noch auf irgendeinen Impuls im Außen gefolgt und mich immer mehr in mich selber hinein verkrochen, anstatt dass ich dieses Sandkorn als Motor genutzt hätte. Aber letztendlich hat es mich trotzdem weitergebracht, weil ich konnte mich also von diesem Sandkorn im Grunde befreien. Das heißt, es ist vielleicht immer noch da und es ist auch immer noch Schmerz in mir, aber ich gehe immer weiter, weil ich weiß, es kommt irgendwann wieder so ein Türchen, da geht wieder ein Türchen auf, da werde ich wieder angetriggert, dann kommt wieder irgendwas, was angeguckt und gesehen werden will. Dann habe ich wieder eine Zeit, wo ich mich zurückziehe und wieder durch den Schmerz gehe und dann geht es wieder weiter. Aber spannend finde ich auch, dass es natürlich auch Menschen gibt, wie zum Beispiel meine Zwillingsseele oder im Grunde auch meine Dualseele. Beide haben den Schmerz genutzt als Motor für ihre Arbeit. Also da, wo ich über Schmerz mich quasi in mich selbst zurückgezogen habe, das alles in mich hineingefressen habe, immer kleiner geworden bin, immer mehr zusammengeschrumpft bin, haben die den Schmerz so quasi genutzt wie the fire inside und sind aus dem Schmerz heraus quasi sich neu inszeniert und ins Leben geboren und sind so in ihre Größe gewachsen. Also sind auch erfolgreich, sind finanziell erfolgreich und sind auch wirklich über ihre Arbeit ein großer Beitrag. Ich finde es sehr, sehr spannend. Aber letztendlich, gerade wenn du jetzt aus dem Schmerz heraus das nach außen bringst, heißt es ja noch lange nicht, dass du das geheilt hast. Das heißt noch nicht, dass du die Gefühle gefühlt hast. Es das heißt nur, dass du einen Weg gefunden hast, mit dem Schmerz umzugehen, dass du ihn eben nicht mehr in dich hineingenommen hast, so wie ich das getan habe, sondern dass du aus dir heraus das geboren hast. Eine Kreativität, in irgendeinen Erfolg, in irgendwas, was du nach außen bringst, umsetzt, wo du halt sehr viel Anerkennung vielleicht auch für deine Arbeit bekommst. Aber innen mag es vielleicht immer noch schal und ungut sich anfühlen. Also, dass dieser Kern, diese Sandkorn so richtig aus dem Sand im Getriebe ist, dass du vielleicht noch dir verweigerst, dich verweigerst dem Fühlen, der Hingabe, dass du vielleicht trotzdem noch dein Herz verschlossen hast.
Doch wenn man jetzt den anderen Weg anguckt, den ich eigentlich unbewusst gegangen bin, weil ich es ja gar nicht anders gewusst habe. Bei mir hat der Schmerz tatsächlich natürlich dafür gesorgt, dass ich alles in mich reingenommen habe. Und das ist natürlich auch der Weg, wie eben auch Krankheiten entstehen. Wenn wir denn nicht über dieses Fire Inside das nach außen bringen, sondern eben zulassen, dass über dieses Sandkorn eben wir immer kleiner, enger, dichter werden. Und so können sich zum Beispiel Krankheiten manifestieren. Bei mir hat sich halt manifestiert in Form von Trauma. Und ich finde, egal welchen Weg die Seele wählt oder man selber wählt, um mit Schmerz umzugehen, wir dürfen nicht vergessen, dieses Sandkorn ist ein unfassbares Geschenk für uns. Denn ohne dieses Sandkorn, ohne den Schmerz, den Weg durch den Schmerz, wäre es vielleicht gar nicht möglich, dass du heute deine Gabe in die Welt bringst. So wie meine wunderbaren Seelenpartner ihre Gabe in Form von Kreativität und was auch immer in die Welt bringen. Also wunderbare Menschen, die aber sehr im Außen sind und sich was Außen definieren, aber vielleicht den Zugang zu sich selbst verloren haben. Ich als der verwundete Heiler habe den Zugang zu mir selbst. Ich kann fühlen. Ich weiß auch, dass ich mich oft überfordert fühle, wenn viele Dinge im Außen auf mich einprasseln. Also meine ganzen Hellsinne sind ja auch in ich bin hellfühlig, ich bin hellspürig, ich bin zunehmend medial und telepathisch veranlagt. Und für mich ist es manchmal das ganze Außen viel zu laut, viel zu viel und so, dass ich eben Rückzüge brauche. Aber ich bin verbunden mit mir und meinem Körper und ich bin verbunden mit mir und meiner Seele und meiner Essenz. Doch ich darf auch noch zulassen, dass jetzt dieses Sandkorn tatsächlich zu dieser Perle heranreift und zu dieser Kostbarkeit heranreift. Und ich wollte heute einfach mal aufzeigen, dass es da eben ganz unterschiedliche Wege geht, auch mit diesem Sandkorn in dir umzugehen. Aber dass beides natürlich dazu dient, dass du in deine volle Größe und in dein volles Potenzial kommst und dass du eben auch dich lieben darfst, auch wenn da dieses Sandkorn in dir ist. Was du vielleicht als Fremdkörper empfindest, was eben vielleicht Schmerz oder Trauma oder Krankheit ist. Aber was wäre, wenn genau dieses Sandkorn dein Portal ist für Heilung, für das, was aus dir herauswachsen will, für das, wo du dich in die Welt verströmen darfst, wo du einfach trotzdem dich auch annehmen darfst, auch wenn Schmerz in dir ist. Weil dieses Sandkorn ist einfach ein Teil von dir. Und dieses Sandkorn stammt ja vielleicht gar nicht mal unbedingt aus diesem Leben. Es stammt vielleicht von deinen Ahnen. Vielleicht stammt es auch aus ganz frühen Leben. Also es gibt ja auch Menschen, und dazu zähle ich mich dazu, die sind, weiß ich nicht, vielleicht von der Seele oder vom Schicksal dazu prädestiniert, dass sie eben ja, den Schmerz der Welt auf ihren Schultern tragen. Und das sind diese ganz alten Seelen oder diese Urseelen, die halt unendlich mal schon hier waren. Also ich bin hier seit Anbeginn der Zeit. Und die haben natürlich extrem viel Ballast auf sich geladen. Und ich glaube, das sind natürlich auch die verwundeten Heiler. Es sind keine jungen Seelen, die verwundete Heiler sind. Junge Seelen, die sind da, die sind Indigo-Kinder, die sind Kristallkinder, die sind da, die machen Plops und sind da und gehen weiter und haben auch gar nicht viel in sich zu heilen. Die gehen einfach weiter und bringen ihr Wissen und ihre Gabe in die Welt raus. Aber gerade diese alten Seelen und Urseelen, die schon zigmal hier waren und so viel auch an Energien in sich geladen haben, das sind die, die diese Kostbarkeit in Form dieses Sandkorns in sich tragen. Und dieses Sandkorn, wenn du die Geschichte der Muschel kennst oder die Geschichte des verwundeten Heilers, dieses Sandkorn ist im Grunde dein Geschenk, dein Portal für das, was aus dir heraus sich verströmen darf. Und dass du dich lieben darfst, auch mit diesem Sandkorn in dir. Denn dieses Sandkorn ist im Grunde das, was dich mit der Zeit vollständig machen wird. Ja, darüber werde ich dann natürlich auch viel in meinem kommenden Kongress sprechen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ich bin gerade wieder in der Planung für meinen nächsten Kongress. Der hat das Thema alte Seelen. Und ich habe so das Gefühl, er wird einen unfassbaren Impact auf die Menschheit haben, weil wir natürlich genau über das sprechen, dass eben alte Seelen heute der Transformator für das Weltgeschehen sind, für die Heilung der Erde und der Menschheit. Aber das ist ja natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Der Kongress wird erst im Frühjahr erscheinen, so vielleicht April, Mai. Aber ich spüre jetzt schon, der Vorfeld, da ist so eine wunderbare Energie da, auch wenn ich gerade noch erstmal so weiß, welcher Sprecher dann dabei ist. Ich spüre schon, bevor die Interviews aufgenommen sind, es wird wirklich einen Impact machen. Das kennst du vielleicht auch, das Bild vom Geysir, wenn so dieses Wasser anfängt zu wallen und dann bildet sich da diese Blase und dann, das ist im Grunde die Energie des Kongresses. Wie eine Blase, die sich erst bildet, diese Wasserblase, und dann bang, geht's hoch. Und ich glaube halt auch, dass mein kommender Kongress auch diesen Impact auf die Erde und die Menschheit haben wird.
Und da wir gerade von Kongressen sprechen, ich werde ja auch immer wieder zu Kongressen eingeladen. Und so bin ich am 21. Januar als Sprecherin im Aufwachkongress zu sehen. Und du weißt ja auch, dass ich ein Mensch bin, der sehr authentisch ist, der auch sehr verletzlich ist. Und ich lasse auch mittlerweile meine Verletzlichkeit zu. Früher habe ich sie bekämpft und habe immer gedacht, ich muss doch perfekt sein. Ich muss so sein, wie die Menschen mich wollen. Ich muss schön sein. Ich muss lebendig sein. Nein, muss ich nicht. Ich darf einfach nur ich selbst sein und mich mit meinen ganzen Wunden und eben Verletzungen auch zeigen. In meiner Verletzlichkeit, auch manchmal in meiner Angst und in meiner Furcht. Und ich bin auch nicht immer stark, auch wenn ich sehr stark wirke. Ich bin nicht immer stark. Es gibt auch Tage, da verkrieche ich mich. Und dann wird die Welle mich wieder, wird wieder über mich hinwegschwappen. Aber dann am nächsten Moment werde ich wieder anfangen, die Welle zu reiten. Und das ist auch gut so. Und ich muss auch nicht perfekt sein. Niemand muss perfekt sein. Das Einzige, was wir brauchen, ist tatsächlich, dass wir uns annehmen, so wie wir sind. Und eben auch mit unseren Wunden, mit den Sandkörnern in uns weitergehen. Und in dem Aufwachkongress werde ich dir natürlich auch ein bisschen was von meiner Geschichte wieder erzählen. Ich werde dir auch erzählen, was meine Dualseele und meine Zwillingsseele, wie die mir geholfen haben auf meinem Weg. Aber dass ich auch immer wieder das Gefühl habe, durch das, was alles auf mich einprasselt, und wie gesagt, ich bin sehr hellspürig, hellfühlig, ich nehme Energien wahr, ich spüre Wahrheit, indem ich zum Beispiel Energieschauer im Körper habe. Und es ist manchmal so herausfordernd, wenn du schon so feinstofflich bist und wenn der ganze Körper ausflippt, weil der auch sich überfordert fühlt von den ganzen Energien, von den Energien der Menschen, von vielen Menschen. Und auch ich brauche auch immer wieder Stille und Rückzug, um mich aufzuladen. Also ich bin wie so ein Akku, oder wie jemand, der immer so sich wieder aufladen muss in so eine Steckdose. Und das ist dann so wieder mein Rückzug und mein Akku. Aber dann kommt immer wieder auch der Impuls, zu sagen, ich möchte jetzt wieder was nach vorne gehen, nach draußen gehen, wieder das, was in mir ist, den Menschen mitteilen. Aber dann gibt es auch immer wieder Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich falle komplett auseinander. Dass eben der Weg, den ich gegangen bin, schon so herausfordernd war und ich natürlich auch schon so viel heilen durfte. Also ich bin eigentlich, wenn ich so zurückblicke, aus dem Schmerz komplett raus. Ich bin durch den Nullpunkt gegangen, also der Zeit, wo man dann zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben steht und eigentlich noch gar nicht weiß, wo es weitergeht. Und dann durch die Begegnung gerade mit der Dual- oder Zwillingsseele, wenn du halt so merkst, diese Seelenenergie, sie macht was mit dir. Wer bin ich denn noch, wenn ich zulasse, dass eine Seele mit mir verschmilzt, die andere Seelenhälfte mit mir verschmilzt, falle ich dann auseinander, löse ich mich auf? Und ich glaube, das kennst du auch, gerade wenn du vielleicht eine alte Seele oder Urseele bist, dass du oft das Gefühl hast, ich löse mich auf, weil wir sind so noch, ja, identifiziert und verhaftet mit dem Wesen, das wir sind. Wer ist Petra? Ich habe keine Ahnung, wer Petra ist. Also früher hätte ich dir sagen können, wer Petra ist und hätte mich definiert über Worte, aber die habe ich ja eigentlich nur gelernt. Aber jetzt, nachdem ich ja dieser seelischen Führung anvertraut habe, der universellen Führung durch meine Wunden gegangen bin, dieses Sandkorn quasi genutzt habe, um meine Botschaft in die Welt zu bringen und zur Perle heranzureifen. Und die Perle, die nun aufgebrochen wird über meine Zwillingsseele, die so quasi wie so ein Keil in die Muschel reintreibt, dass diese Kostbarkeit sich nun öffnet und eben so ihren Glanz und ihren Schimmer und ihre Schönheit verbreiten darf, ist trotzdem immer noch wieder ein Gefühl da, ich löse mich auf. Ich löse mich in meine Moleküle auf. Und dann ist es auch so, das hat mir natürlich am Anfang auch sehr viel Angst gemacht, dieses Gefühl, ich löse mich auf. Aber was ist, wenn sich wir uns auch tatsächlich auch erstmal irgendwie auflösen dürfen, um uns wieder neu zusammenzuführen? Es ist ja auch so, wie wenn jetzt zum Beispiel bei diesem Geysir, muss bei dem Bild vom Geysir bleiben, der hat ja am Anfang diese geballte Kraft von Wasser, aber Wasser ist ja eigentlich auch nur zusammengehaltene Energie, zusammengepresste Energie. Dann bricht er aus, der Geysir, und dann verströmt er sich in diese feinsten Milliarden und Trilliarden von kleinen Wassertropfen, die dann eben, ne, so hinausströmen und in die Welt sich verteilen. Aber dann findet sich alles wieder zusammen. Die Wassersäule bricht in sich zusammen. Und dann beginnt ja alles wieder neu geboren zu werden im nächsten Zyklus des Geysirs. Und das, denke ich, dürfen wir uns auch erlauben. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir dann wieder auseinanderfallen, uns in tausend Moleküle oder Millionen von Molekülen auflösen und denken, wir verlieren uns. Auch das ist ein Teil natürlich wieder von diesem sich, ja, dass wir wieder zusammengezogen werden und dann wieder auseinandergehen. Wie so eine, ja, wie so eine Welle, wie so ein Zyklus einfach, dass wir immer wieder uns wieder neu gebären ins Leben.
Und über dieses Neugebären ins Leben verkörpern wir mit der Zeit auch immer mehr. Und das möchte ich dir heute einfach mitgeben. Also der Aufwachkongress startet am 13. Januar und mein Interview, in dem ich auch gerade über dieses Auflösen spreche, wird am 21. Januar ausgestrahlt. Also du kannst dich hier unter dem Video anmelden. Ich denke, das wird ein sehr spannendes Interview für dich sein und es wird auch generell ein sehr spannender Kongress für dich sein. Ja, und wenn du das Gefühl hast, ich kann dich auf deinem Weg begleiten, dass du eine Stabilität in diesem Leben kriegst, dass du anfängst, dein Herz zu öffnen, dass du dich von Glaubenssätzen nicht mehr so leiten lässt, weil du deine eigene innere Wahrheit entdeckst, dass du deinen Schoßraum heilst, wo eben so viel Schmerz ist, und anfängst, deine Schöpferkraft zu entdecken, deine Lebendigkeit zu entdecken, kannst du dich natürlich auch 16 Wochen lang von mir begleiten lassen über mein Mentoring Divine Core. Und da findest du auch Infos hier unter dem Video. Ja, und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Die Sonne scheint hier. Ich muss tatsächlich schon mal die Sonne aussperren, dass man überhaupt hier was sieht, weil sonst hättest du nur noch eine weiße Wand gesehen. Aber du siehst ja auch an mir, wie ich mich immer verändere. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Heilmeditation gesehen hast, dann habe ich auch gedacht, wie sehe ich eigentlich in dieser Meditation aus? Aber auch das ist natürlich eine Bewertung. Wie sehe ich aus? Darf ich mich trotzdem nicht auch schön fühlen, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich sehe auf diesem Video irgendwie seltsam aus? Ja, ich darf mich schön fühlen. Aber ich habe mich auch nicht immer schön gefühlt und ich habe mich auch nicht immer wertvoll gefühlt. Aber mittlerweile genieße ich das auch immer, wenn ich die Welle reiten darf und ich genieße das auch immer, wenn ich weiß, okay, ich bin ja hier, um was in die Welt zu bringen. Ich bin hier durch das, dass ich auf meinem Weg durch den Schmerz einfach, ich gehe da weiter und ich gehe weiter durch. Auch wenn was kommt, ich nehme es einfach an, ich zeige es. Manchmal bin ich im Widerstand damit, aber das ist immer dann meistens so ein Zeitpunkt, wo noch dieses Thema wieder Zeit braucht, um heranzureifen. Und dann gehe ich wieder durch und dann wird die Perle wieder die nächste Schicht bilden oder eben auch der verwundete Heiler hat wieder ein Stück in sich aufgelöst. Und wir dürfen uns auch erlauben, dass wir auch immer mal wieder traurig sein dürfen oder eben frustriert sein dürfen oder eben uns verletzlich fühlen oder eben uns einfach nur verkriechen wollen. Das ist einfach Teil des Prozesses und es ist okay so, weil mir geht es genauso. Und ich möchte halt auch Mut machen, dass du dich einfach auch nicht unterkriegen lässt von deinem Weg, sondern einfach immer nur weitergehst, einen Schritt vor dem anderen setzt. Und wenn du heute keine Lust hast, unter die Menschen zu gehen, es ist okay so. Ich habe in letzter Zeit auch immer wieder Tage, da habe ich gar keine Lust rauszugehen. Da habe ich das Gefühl, ich stehe neben mir, ich weiß gar nichts mit mir anzufangen. Und früher hätte ich mich dafür verurteilt. Heute sage ich, es ist okay so. Es darf so sein. Es ist alles Teil des Prozesses. Und wir dürfen anfangen, auch diesen Prozess zu genießen. Und auch wenn manchmal Schmerz hochkommt, es ist okay so. Und auch wenn die Freude wieder durchbricht, es ist okay so. Wir dürfen anfangen, aufzuhören, uns zu verurteilen für diesen Weg. Und einfach immer nur weitergehen. Einatmen, ausatmen, einen Schritt vor den anderen setzen. Und wenn du an manchen Tagen stehen bleibst oder auch mal eine Woche oder einen Monat stehen bleibst, es ist okay so. Denn du bist die Perle, die Kostbarkeit. Und du hast dieses Geschenk in dir in Form dieses Sandkorns und dieses Kostbare in dir. Diese Perle, die schimmert und scheint und die Menschen verzaubert. Auch diese Perle braucht Zeit zum Reifen. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis bald. Meine Petra. Tschüss.